Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Heaven Days to D. Ich habe meinen Anbau ein bisschen jetzt vervollständigt, und zwar haben wir jetzt hier die Schräge runter, wo sie am Gewinn nicht hochkommen können, aber ich biete es an. Dann ist hier vorne alles mit Eisengedäschungen zugemacht. Eine Tür, wo ich raus kann, die muss man mal richtig aufwerten. Hier links und rechts, dass wir nicht in den Graben reinspringen, ne? Logisch. Ja, und dann hier vorne wird noch ein bisschen was gebaut, denke ich mal. Und hier oben habe ich meine ersten drei Dinger so stehen. Das war so ein aktiv, aber immerhin, ne? So, dann habe ich oben zwar erst mit Holz, aber der erste sichere Objekt, also gegen die Geier. So, mal Tür zu. Jetzt gehe ich kurz nach den Nachbarhäuser, mal gucken, ob die irgendwo für mich eine Munition haben. Ne? Also hier gegenüber und dann da und da, mal gucken. Wir werden ja mal unser Krams ausräumen. Ich denke mal im Auto, Quatsch, im Auto sei schon, in unserem Fahrzeug wird auch noch was sein. Nebenbei ist die Schmiede bei und macht fleißig Eisenbahn fertig. Unser Beton. Benzin, Munition für diese kleine Pistole. Das nehmen wir auch raus. Das nehmen wir auch raus. Was wir aufgewertet haben. Erdbohrer nehmen wir auch, lassen wir auch hier. Hier. Genau hier. Glaskrug, Wasser können wir noch nicht holen, ja, wenn hier auf dem Weg ist. Hier Graszeug mal rausnehmen. Den ersten Leben. Nehmen mit, das werden wir. Ja. Eisen können wir hier lassen. Das nehmen wir mit. Wir werden nur ein Tor mitnehmen. Und zwar. Ja. Entweder habe ich jetzt hier eins oder ich habe noch eins zu liegen, stehen woanders. Im ersten Augenblick sehe ich keins. Hier sehe ich noch eine Eisentür, die kann man verwenden. Hier sehe ich auch keins. Ah, Wasser sehen wir hier. Wasser, leere Flaschen. So. Die sind vielleicht hier vorne. Ich habe noch 300 Stück da, man muss verwenden. So. Ja, Feuer machen. Ja, Stahlvorschlag haben wir, ne? Bisschen Holz. Das Lebensmittel wird nicht sein. Eine Dreierpistole. Immer Dreier, ne? Wäre ja blöd, wenn wir eine Zweier, Einer nehmen würden. So. Jetzt haben wir noch Schönes. Ja, gut. Müssen wir probieren. Also das ist noch nicht ganz, aber nicht heute. Ich nehme den hier mit. So. Draußen auch noch einer. Ja, gut, okay. Dann werden wir hier das dann mit. Schaufel können wir hier lassen. Eisenspeer für Notfall. Das Holz können wir auch hier lassen. Das nehmen wir unten rein. Die Axt für die Tür, die Picke brauchen wir auch noch vielleicht. Garantiert. Und Reparatur jetzt. Dann gehen wir kurz raus, Nachbarhaus. Und nebenbei, wenn wir was. Ja gut, Platz wenn wir nichts haben, aber. Falls wir später mal. Dann gehen wir hier raus. Ja. Wir hätten nach vorne gehen können, aber da ist ein bisschen Eisen fallen. Da würde ich mal noch vermeiden. Da muss ich noch einen gescheiten Weg mir bauen, dass wir gefahrlos rein und rausgehen können. Ne? So. Ist gar nicht mehr drin, aber gut, okay. Gehen wir mal rüber. Mit der Munition? Ja, zwei. Gut. Laden wir nach.
Und dann geht man rüber. Fangen wir hier an. Nächsten Haus, da war eine weiße Munition. Hier, gehen wir hier rein, ne? Hier will er nicht. So, ist er leer oder ist er neu? Ah, ist noch leer. Gut, dann gehen wir in ein Haus rein. Da ist hier keiner weiter. Oder auch keine Munition. So, gehen wir da drüben rein. Schade, schon eine Weile her, wo ich hier drin war. Aber mal sehen, vielleicht finden wir hier was. Ein Auto. Leere Coupé. Das ist dann, ja. Da war nichts. Hier ging es runter zum Keller. Und immerhin was, ne? So wieder nicht reinlaufen, das ist zu gefährlich. Dose. Bin ich mal enttäuscht. Das ist was Ordentliches. Was zu Eisen beißen. Ja, Keller. Keller haben wir keinen anscheinend. So, wir sind alle wach. Ich auch. Mann, Junge. Pistole ist kacke. Oh, hier ist ein Schrank. Oh, bin wieder enttäuscht, wenn ich sowas finde. Munition. Und wenn schon Bibliothek, dann richtig, ne? Gut, dann mal hier die Tür aufmachen hier. Damit wir das Messing herstellen können, ne? Oh. Keine Munition. Wegen Messing. Gut. Auch nur Messing. Weg, weil ich mal flüchten will. Ups. Und da kommen wir nicht hin, ne? Hm.
Auch Leder haben wir genug. So. Das war jetzt dieser Teil. Keller haben wir nichts. Garage. Oh, Kühler. Ja, ein paar Nägel. Oh, haben die übersehen gehabt? Das hier? Möglich. Ich schließe mal nicht aus. So. Aber ganz sicher bin ich auch nicht. So. Auto wegräumen. Und zwar den Schrauben jetzt ab. Repariert werden. Bisschen Säure, ja, das ist gut. Für Reifenherstellung. Überladen. Nicht so gar nicht. Keine Kühler. Kein Kühler. So, dann gehen wir hier noch rein. Mal gucken, ob wir Creme. Das ist blöd. Mir jetzt ja zerlegen und dann haben wir Platz. Ah, da weiß ich nicht genau. Warten. So, da drüben war noch eine Garage was gewesen, ne? Ja, Munition ist echt ein Problem. Weil für die können wir auch zerlegen. Oh! Und gleich wieder reparieren, ne? Ne? Mein Messing. So ein starker Hund, ne? Klimaanlage. Hoffe ich jedenfalls. Oh, ja. Ganz kurz reparieren. Mutig sind wir auch. Dann können wir ein bisschen helfen, ne? Schöne ist. Ups. Der war zu schnell für mich. Wäre total negativ hier. Ja, Rezepte kann man. Statt Blutaugen. Blut, ach, statt Blutung. So. Aber heilen muss er. Hm. Ja, 51 ist nicht viel.
Zuerst habe ich nichts dabei. Doch hier. Oh, Ausdauer, Gesundheit. Nicht viel. So, dann gehen wir ganz kurz nachladen. Gehen wir nachschauen. Wie enttäuscht. Ja, das ist schon wenigstens etwas. Das war nicht viel, aber gut. So. Was dahinter? Ah. Meine Axt weggeworfen? Habe ich die aufgelöst? Nee, die Reparatur. Ah. Ach so. Ja, das kann ewig dauern. Aber 9. So. Nix. Nix drinne. Ja, Schrott. Wieder da geweckt. Klingt ja böse. Da am Fenster sind sie. Und da auch. Mit den roten Augen. Oh, du hast 57 Dings gehabt. Das ist heftig. Die Risse werden größer. Da kommt jemand durch. Bestimmt so ein Kriecher, der schwimmen will, trocknen. Seid doch. Der erste war nicht stark, aber dafür schnell. So. Geh mal rein. Ein bisschen Messing haben wir schon gefunden, also ganz gut. Etwas. Ja. Messing. Jetzt immer alle im Blickfeld behalten, hier. Hier ist auch so ein Gang, wo ich mir sage, okay, möchte ich lieber nicht, weil ich nicht wieder rausgefunden habe letztes Mal. Wo ich hier schon eigentlich kein mehr erwarte. Aber man weiß ja, dahinter ist noch was. Sollte eigentlich alles erledigt sein. Sollte. Sollte.
Wegen erledigt. Das ist auch noch was. Ich kann das selber erschlagen. Oh, 7 Schuss. Ich glaube, ich habe mich gerade selber erschlagen. 7 Schuss. Naja, gut. Wer sieht mal der Rest? Das ist ja schon länger. Bisher habe ich nicht viel gefunden. Ein Brett habe ich gefunden. Und weg ist er. Da ist was. Gerade gegessen, war nicht viel. Hat nicht viel gebracht. Wahnsinn, Dose. So. Um Wasser. Da war nichts hinter. Kennen wir schon, aber gut. So, 1945. Hier haben wir 22. Ein bisschen haben wir noch zu tun. Wollen wir noch Wasser holen? Ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht. Im Haus, das bin ich so überladen. Bringt nichts. Sie haben keine Zombies mehr kommen, ne? Zombies sind keine mehr da. So, mal ganz kurz umpacken. Oh, nee, ist kalt. Ja, Scharfschützengewehr, das wäre ideal, ne? Bauen können, aber ich glaube, das können wir noch nicht bauen. Messinggriff, so, Wasser. 48. Geh mal zurück. Oh, hier ist tiefster Winter. Aber das ist, finde ich, extrem. Oh, wie schön. So, geht zurück. Ah, hier gehen wir heute nicht hin. So, ich kriege auch so ein Nebelwetter, ne? Also da sind auch noch ein bisschen Türen drin. Ja, ich muss zurück. Das hat meine Gesundheit nicht am besten vorgestellt. Papier? Ja. Leer. Kein Postbote hier. Auto. Auto. Kühler. Blei. Das ist ein Blei im Rucksack.
Alles baue ich mir nicht. Aber Benzin schon. Das wäre. Motor. Messingheizkörper, bist du wahnsinnig? Ja, das wäre was geworden. Den anderen Schrott kann man ja verzichten, Papier und so ein Zeug. Aber kein Messingheizkörper. So. Muss ich mal sehen, wie am besten für uns den Zugang schaffen, dass wir da ohne Probleme da hochgehen können. Nur die Zombies sollen noch nicht hochgehen können, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Denn hier sind so, da habe ich ein bisschen zugemacht, also. Dann muss ich hier noch eine Reihe, ne, eine Reihe, drei Reihen, drei reichen das mal. Denke ich mal schon. Wir gehen jetzt rein. So, okay, na, wir haben alles voll. Gut, das ist sogar leer. Ich dachte, was drin. Na, macht nichts. So, gehen wir rein. Das ist sogar gut, weil da sind wir ja im Prinzip eine Sorge weniger, sagt man so schön, ne? Das wird man noch alles aufwerten. Den Außenbereich. Und die Schräge machen wir auch noch. So. Ja, das ist ja, erstmal schönes. Erstmal einräumen, ne? So, was haben wir hier? Suppe. Dann haben wir Leder, kommt da nicht rein. Die Messing werden wir da einschmelzen. Dann haben wir Munition. Läuft schon mal durch. Wo ist er überhaupt? Da. Und den auch noch gleich hinterher. So, Messing läuft durch. Dann werden wir gleich links herstellen. Ah, da warten wir noch ein bisschen. Obwohl, lass laufen, ne? 8 Stück kann man nur durchlaufen lassen. Kann ich schauen. So. Dann. Nitrat. Nitrat. Haben wir nicht hier. Doch da. Stofffetzen. Das können wir hier auch reinhauen. Oder? Machen wir gleich Dings hier. Können wir auch schon herstellen, das ist gut. Scharfschützengewehr. Munition. Werkzeug gefallen. Dafür habe ich noch nicht. Da haben wir. Können wir es herstellen? Wir haben ein Buch gefunden. Genauso eiserne Feueraxt. Oder besser wäre. Pickel 5 kommt auch herstellen. Oh je. Ansonsten. Das können wir nicht herstellen. Was fehlt denn da noch? Ach, Jungkoch muss ich machen. Ach so.
Na gut, aber weit weg. Da, Jungkoch. Und das ist immer nicht so wichtig. Immer Munition erstellen können. Das mir liegt mir am meisten am Herzen. Munition auf Stahl. Da nicht mehr mit Messing suchen müssen. Denn das ist aktuell immer das größte Problem, was wir haben. Munition. Jede Horde Nacht ist mir riskant. Da reicht die Munition nie aus. Leider. Da haben schon zwei Türen. Und wir haben Besuch. Lovo. Ja, hat sich bald geschafft. Aber uns sind unsere Eisen fallen, nicht die Schüsse, die Geräte hier. Was sollen wir tun? So. Zement. Ah gut, jetzt sind wir hier. Wir einräumen können hier. Was können wir hier noch einräumen? Nähzeug. Nägel haben wir auch gehabt. Werkzeug. Feueraxt. Schockstab. Also Eisenspeer. Das kennen wir schon. Wenn wir Gelegenheit verkaufen. Bei Gelegenheit. Dann so viele schon an Wissen. Und an Waffen, an Bauplänen, das können wir alle verkaufen. Auch wenn es kein Vermögen bringt, aber weg damit. Herausforderung, tierisch gut. Eisen, Munition. Gibt noch mehr. Gucken wir, ach hier. Gut. So, Lisha, das soll es für gewesen sein. Ich muss ein bisschen einsortieren und ein bisschen sortieren. Dann sage ich immer tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Ja, hoffentlich. Es war spannend genug heute, aber ich denke mal echt nicht so sehr. Aber gut, das kann nicht hinter gleich sein. Dann sage ich mal tschüss und ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Bis später. Bis morgen. Tschüss.